Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Episode von Living Down Under. Heute mit keinem besonderen Anlass. Es ist sehr warm, gefühlte 54 Grad. Ich möchte am liebsten gar nichts anziehen, aber ich bin ja vor der Kamera, also was machen wir nicht. Und ja, mal sehen, wir werden ein bisschen in den Pool gehen gleich. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, da sind die scheiß Frösche da oben drunter. Das ist nämlich unser Schlafzimmerfenster. Und dann hören wir die immer quaken nachts, wenn es Regen gibt. Da sitzt ja auch einer. Da sehe ich ihn. Da sitzt noch einer. Ach du Scheiße, guck dir das mal an hier, die kacken hier alles voll. Die müssen ja irgendwie hier durch die... Ich glaube, die kommen von oben da rein. Ach du Na, da habe ich aber einen Scheiß vor mir, da muss ich das ganze Dach abmachen. Muss die Biester da oben raus zwiebeln. Und dann muss ich den ganzen Mist da sauber machen. Was ein Scheiß. Auf den Sonntag. Ja, da komme ich mit so einem Palmenstöckchen hier. Pass mal auf. Mal gucken, ob man die schon raus scheuchen. Oh, der macht aber. Das mag er nicht. Jetzt kommt er angelaufen. Da siehst du die Pfote. Die kriegst du so nicht raus. Das Problem hatten wir schon mal an einem anderen Fenster. Der heutige Vlog steht also unter dem Thema Auszug aus dem gelobten Land. Zumindest für die Frösche. 10er Socket ist zu groß, also ist es 8. Nuss heißt es ja. 10er Nuss. Hier heißt es Socket. Schon extra meine Piraten-Badehose an. Mit Totenköpfen und Tintenfischen und anderen gruseligen Schwert. Ganz wichtig. Ist doch stark die Hose, oder? Ist in Bangladesch gemacht. Wenn die mich alle schon blöde angucken. Ach du Schande, da sind ja 5 Stück drin. 5 Stück haben wir. Familie hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück sind da drin. 7 Stück wohnen hier. Sag mal, habt ihr einen Knall oder was hier? Macht euch ab. Guck mal da. Ha? Du bist doch schon mal draußen sozusagen. Oh Mann, hopp, in den Eimer hier. So, alle ausgezogen. Jetzt will ich euch zeigen, wo die alle sind. 2 habe ich hier im Eimer. Die setzen wir hier ins Beet. Der ist mir fast ins Gesicht gesprungen, der dicke Mops. Der hat sich hier an der Hand festgehalten und hat sich rumgeschwungen. Einer sitzt da, einer sitzt hier oben drauf, der guckt grimmig. Einer sitzt da an der Hausecke und der andere ist schon verschwunden. Ganz niedliche Tierchen, die haben alles voll geschissen. Guck mal, wie schwarz die Wand ist da auch. Das ist doch nicht schön. Das ist ein Scheiß. Was ein Scheiß. Ah, das
so eklig. Es gibt so einen würgenden Hals. Jetzt bin ich mit der Bürste hier ein paar Mal abgerutscht und die hat so auf mich drauf gespritzt dann so. Jetzt habe ich hier so schwarze Punkte. So, jetzt bin ich ja eigentlich fertig, aber ich habe eine Schraube übrig. Es ist aber kein Loch mehr da. Guck. Es ist kein Loch mehr, wo diese Schraube reinpasst. Das verstehe ich jetzt nicht. Das passiert mir oft, deswegen habe ich in der Garage eine Kiste. So, naja, das Dach ist wieder dran jetzt. Jetzt muss ich nur verhindern, dass die Kollegen wieder einziehen hier. Bisschen warm hier draußen, ne? Hier, Silke hat einen umgezogen. Das war der, der hinten am Vogelkäfig gehangen hat. Der wohnt jetzt hier im Teich. Ist auch schön hier, ne? Frisch hier, oder? Hast du den angefasst? Ja. Oh. Echt? Das war so eklig. Nur wenn sie dann pullern, das ist nicht schön. Schätz mal, wie viel da dran gewohnt haben. 3. Verdoppelt das. Und noch einen drauf. 7. 7 haben da drin gewohnt. Das war schon keine Eigentumswohnung mehr. Ja, die sind jetzt alle woanders. Einer ist ja hier. Einer sieht doch schön aus. Über die, ne, verbleibenden 6 kann ich nichts sagen. Feinmaschigen Draht, wie heißt denn das auf Deutsch? Der heißt hier, heißt der Chicken Wire. Der nimmt man für Hähnchen, für Hühnerkäfige. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Hühnerstall. Jetzt habe ich es, Hühnerstall. Für Hühnerställe zum Bauen nimmt man diesen Draht und der heißt hier Chicken Wire. Also Hähnchendraht sozusagen. So, Hühnchendraht. Also den schneide ich jetzt. Dach ist wieder dran. Und ich habe auch oben und unten dieses Gitter dran gemacht jetzt. Da. Die machen sich so flach, die kommen durch diese kleine Ritze da durch und sind wieder da drin in ihrer Wohnung. Aber jetzt nicht mehr. So, hier, Stacheldraht überall. Da ist erstmal Ruhe. So, jetzt muss ich aber erstmal, ich habe überall diese schwarze... Das fühlt sich doch gleich besser an. Man ist so sauber. Schwarze war irgendwie, das war Frosch. Natürlich habe ich vorher geduscht, bevor ich in den Pool bin. Ist doch klar. Ja, das war unsere heutige Aktion, dass wir die Frösche da hinten rauskriegen. Von diesem Fenster weg. Die machen ein Spektakel manchmal nachts, dann fangen die alle 7, wir wissen jetzt, dass es 7 Stück waren, dann fangen die alle an zu quaken da hinten drin, da ist es direkt über dem Schlafzimmerfenster. Ab heute Babyschlaf, totale Ruhe. Ja, so, ich denke, das war's für heute. Da war ja wieder schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen was Technisches gezeigt, was wir so reparieren und machen müssen hier. Aber war ja auch niedlich mit den Kleinen da drinnen. Ich weiß nicht, wo die jetzt schlafen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch unten klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann sage ich mal Tschüss. Hier ist der Andi von Living Down Under. Direkt live, Stereo und Farbe aus Australien. Okay, macht's gut, Leute. Wind. Bis demnächst. Tschüssi.